Der deutschen Rentenversicherung brechen die Beitragseinnahmen weg. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Die Corona-Krise schlägt voll durch auf die Rentenkasse der deutschen Rentenversicherung. Die Beitragseinnahmen der deutschen Rentenversicherung brechen weg. Im April diesen Jahres hat die deutsche Rentenversicherung weniger Geld eingenommen. Und zwar hat das Bundesamt für Soziale Sicherheit veröffentlicht. Im März diesen Jahres gab es noch 19,54 Milliarden Euro Beitragseinnahmen und im April waren es nur noch 19,22 Milliarden Euro. Das macht also 300 Millionen Euro weniger Beitragseinnahmen im Vergleich zu diesen beiden Monaten. Wenn man sich aber den April letzten Jahres anschaut, im April letzten Jahres hatte die deutsche Rentenversicherung noch 20,37 Milliarden Euro Beitragseinnahmen und im April diesen Jahres mit 19,22 Milliarden Euro Beitragseinnahmen de facto über 1 Milliarde Euro weniger Beitragseinnahmen im Vergleich zu diesen beiden Monaten. Hingegen die Beitragseinnahmen im Januar diesen Jahres und im Februar diesen Jahres deutlich höher waren als die Vergleichsmonate des vergangenen Jahres. Das heißt also, dass hier die Corona-Krise beginnend ab dem Lockdown im März wirklich voll durchschlägt auf die Beitragseinnahmen der deutschen Rentenversicherung. Wenn man sich die Zahlen dann noch genauer anschaut, und das können Sie auf unserer Internetseite dann sehen, Sie können sich praktisch diese Tabelle mal runterladen, dann sehen Sie, dass die Pflichtbeitragseinnahmen, also als ein Teil dieser Gesamteinnahmen der deutschen Rentenversicherung, auch dramatisch zurückgegangen sind. Damit schlägt auch die Kurzarbeit Löcher in die Rentenkasse. Ja, zwar überweist die Bundesagentur für Arbeit hier Beiträge an die Rentenversicherung, aber es fehlt natürlich an Beitragseinnahmen. Aber alle Rentnerinnen und Rentner müssen sich keine Sorgen machen. Wir reden hier über 30 Milliarden Euro, die es an Rücklagen gibt. Und deshalb können wir alle eigentlich nur noch Ruhe bewahren. Das Geld kann natürlich schnell ausgegeben sein. Dann muss aber der Bundesfinanzminister hier mit Zuschüssen die deutsche Rentenversicherung absichern. So sieht es die Rechtslage vor und deshalb müssen sich die Rentnerinnen und Rentner über die laufenden Rentenzahlungen keine Sorgen machen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de und wie gesagt, Sie können sich dort einfach mal die Statistik mal runterladen. Wir haben sie für Sie bereitgestellt. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.